Hieß euer Mr. Commander Blei 66 und ich mache heute das Review über das neue, also nicht mehr so neue, schon seit einem Monat raus, 2011er Set Clone Trooper Battle Pack. Also kommen wir zur Box. Es ist ein Lego Star Wars Set mit dem Logo von 2010. Es ist geeignet von 6 bis 12, finde ich nicht. Die Nummer ist 7913 und es heißt Clone Trooper Battle Pack. Dann hinten ist eben so ein Kampf zwischen dem Mandalorian Battle Pack und dem Clone Trooper Battle Pack. Mache ich auch noch das Review von Mandalorian. Okay. Dann zur Anleitung. Also die Anleitung hat 22 Seiten. Hier so. Ja. Da kommen wir mal zu den Figuren. Also. Die erste Figur ist ein ganz normaler Clone Trooper, der hat hier so überall grüne Bemalung und sowas. Hier, da, 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 hier. Also steht, der heißt Clone Trooper. Dann ist hier so ein Arf Trooper, richtig gut gemacht, aber richtig. Mit einem scharfen Gewehr. Finde ich, er könnte auch den Körper vom Clone Trooper haben. Okay. Als nächstes haben wir einen Bomb Squad Trooper hier. Fast alles orange außer also am Helm, außer dieses Gesicht hier. Und alle vier Figuren haben natürlich auch ganz normale Klonköpfe, wie immer. Hier das Innere vom Helm, also alles orange, komplett. Hier, dann seine Rückseite, ist auch richtig cool. Dann seinen Füßen hat er eben solche Markierungen. Dann noch ein Bombscout-Trooper mit normaler Blaster-Pistole. Okay, dann kommen wir mal jetzt zum Bike. Das ist ein Barkspeeder. Also das ist ein Barkspeeder jetzt. So. So richtig gut detailliert und sowas. Also richtig gut gemacht von Lego, finde ich. Das ist richtig cool. Überall so Details und sowas. So, also der ist. Also im Gegensatz zu der Figur da, so groß ist der. Ich mache mal kurz einen Cut. Ich lege die Figur auf. Cut vorbei. Also, so sieht's aus. So. Okay, das war's eigentlich schon alles von dem Set. Abonniert, kommentiert und bewertet. Tschüss.